Zur Pause kein Tor gefallen. Trotzdem waren natürlich die 72.000 zufrieden, denn immerhin, der HSV hatte keines der 5 Tore, die er schießen musste, bisher erzielt. Nach dem Seitenwechsel beim VfB für Cornelius von Kelch und Peter Reicher. Dietmar Jakobs schießt Schröder an. Glück noch für die Hamburger. Die Hamburger nahmen das alles nicht mehr ganz so tragisch, aber sie spielten konzentriert weiter. Dietmar Jakobs, jeder der Angriffsspieler, der Abwehrspieler, versuchte sich einzuschalten, wann immer es ging. Und Schatzschneider. Zum ersten Mal war er da Karl-Heinz Förster entwischt und hätte beinahe sein 16. Tor geschossen. Dietmar Jakobs wird nicht energisch angegriffen, kann schauen und mit dem Mut zum Risiko Dieter Schatzschneider. 8 Minuten in der zweiten Halbzeit vorbei, immer noch 0:0. Und die Hamburger wurden stärker, die Stuttgarter griffen nicht mehr so energisch an wie vor der Pause. Jimmy Hartwig. Und Glück, dass Jimmy, der ja zum 1. FC Köln geht, den Ball nicht so richtig traf. Der VfB verlegte sich aufs Konter. Hermann Ohlicher gegen Yoshiko. Und dann immer wieder zurück. Es wird gewartet, bis die anderen aufrücken. Niedermeyer und Karl-Heinz Förster hier aus der Deckung. Günther Schäfer. Und endlich mal wieder eine gefährliche Chance. Walter Kelch, der für etwas Belebung im Stuttgarter Angriffsspiel sorgte. Allgöfer. Und vieles ging dann über die linke Seite, Guido Buchwald. Karl Allgöfer, Stein mit seiner besten Tat. Inzwischen 15 Minuten gespielt, immer noch Gefahr und erst jetzt durch Felix Magath und Uli Stein geklärt. Also sehr stark war das nicht, was der VfB da in diesem insgesamt wirklich nicht besonders guten Spiel auf die Beine stellte. Sigurd Winsson, nicht der große Leiter dieser Partie, Allgöfer und Günther Schäfer. Er hielt sich oft am gegnerischen Strafraum aus. Dann Freistoß für die Hamburger. Felix Magath, Wolfram Wuttke. Wie gesagt, mannschaftsdienlich, aber ohne den letzten Druck. So leicht hatten es die Hamburger gelegentlich, da durchzuspazieren. Milewski und Kurt Niedermeyer. Auch für ihn, den Libero, wäre es ja die 3. deutsche Meisterschaft. Aber noch waren etwa 20 Minuten zu spielen. Schatzschneider. Er hatte 3, 4 Chancen, machte bisher nichts daraus. Sie hören es immer noch an der Reaktion. Kaum Anfeuerung für den VfB. Man wartete auf das Spielende, auf die Ehrung. Immer noch der Spielstand 0:0. Allgöfer und Stein. Und noch einmal Allgöfer. Und jetzt endgültig von Uli Stein gegen Walter Kelch geklärt. Immer noch 0:0, gespielt eine halbe Stunde. Und die Meisterschaft war dem VfB nun praktisch nicht mehr zu nehmen. Jetzt ging es nur noch darum, wird man gegen den alten Meister unentschieden spielen oder wie Guido Buchwald, dem es nicht gelingt, ein Tor schießen. Beide verletzten sich. Noch einmal dieser schöne Doppelpass mit Peter Reichert. Dann springt ihm der Ball ein bisschen zu weit. Ein Zusammenprall, wie er immer vorkommen kann. Beide konnten weitermachen. Wolfram Wuttke gegen Günther Schäfer. Und auf der anderen Seite Rohleder, nicht schlechter als Uli Stein. Immer noch der Spielstand 0:0. Wir sind inzwischen weit in den 80er Minuten. Rohleder verpasst den Ball, Milewski ist da. Und das 1:0 für die Hamburger in der 85. Spielminute. Das war genau das richtige Ergebnis. Auch der VfB hatte Chancen. Aber um dieses Tor waren die Hamburger an diesem Tag einfach einsatzbereiter. Und jetzt die Frage, was würde passieren? 4 Minuten später. Schatzschneider, die letzte Chance für den HSV,
fatal. Die Meisterschale wartete auf den VfB Stuttgart. Und jetzt endlich der Jubel. Der VfB Stuttgart hat zwar 0:1 verloren, ist aber deutscher Fußballmeister 1984.